Ja, da ist das gute Stück. Schön, oder? Können wir gleich unsere Töpfe mit anfassen. Aber jetzt wird's tierisch. Brems Enten sind ja dafür bekannt, dass sie sich auch schon mal eher entenuntypische Nistplätze suchen, auf dem blumenbeschmückten Balkon eines x-beliebigen Mehrfamilienhauses zum Beispiel. Meistens finden sie auch freundliche Zweibeiner, die sie dann zum Dank in ihre große Entenfamilie aufnehmen. Olaf Kretschmer über eine Bremerin, die mit den Enten spricht. Das ist meine ganze kleine Süße, ne? Kleine Süße, so. Kriegst du gleich noch mehr essen, ne? Eine so innige Beziehung zwischen Ente und Mensch ist ungewöhnlich, vor allem dann, wenn es sich um wilde Stockenten handelt. Aber in diesem Falle hat das alles seine Richtigkeit, denn die Jungvögel wurden auf Helga Markeben-Strauchs Balkon ausgebrütet und zufällig in einem Blumenkübel entdeckt. Und dann habe ich gesehen, dass da schon 6 Eier drin lagen. Oh, ich sag, das ist ja toll. Dann habe ich das unten erzählt und die sagen, ach, bei Ihnen ist jetzt... Hier bei uns sind sie schon gewesen auf 2 Balkonen und da haben wir sie weggejagt, weil wir die nicht haben wollen. Die machen immer so viel Schmutz. Ich sage, bei mir darf sie bleiben, nicht? 27 Tage später kamen die Küken zur Welt, insgesamt 9 Stück. Wenige Stunden danach machte die 79-jährige Entenflüsterin diese Aufnahmen. Und dann gab es auch schon das erste Bad, mit speziellen Badezusätzen gesammelt in der freien Natur. Ich habe aus dem Rhododendron-Park Entengrütze gefischt und das haben sie mit Wonne angenommen. Und hatte sie vorher mit Haferflocken gefüttert, das mochten sie nicht, aber diese Entengrütze, das ist wohl eine Leibspeise. Inzwischen ist der Balkon wieder entenfrei. Nach dem Schlüpfen blieb die Entenmama nur einen Tag und dann rief sie die Küken von unten. Und Helga Markeben-Strauch musste sie mit einem Korb die 4 Stockwerke hinunterlassen, damit sie sich nicht den Hals brachen. Auch das ist im Bild festgehalten. Hier wird das erste von 9 Küken in die Obhut der Mutter gegeben. Guten Morgen. Jetzt gibt es Frühstück. Auch 12 Wochen später hat die Entenfamilie ihr diesen Einsatz nicht vergessen. Mensch und Tier sehen sich täglich. Aber wer jetzt mal genau nachzählt, stellt fest, von den ehemals 9 Küken sind nur noch 4 Jungtiere übrig. Enten haben Feinde. Krähen, Ratten, Krankheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich konnte mir das leider nicht sagen. Diese Enten sind aber über das Gröbste hinaus, wenngleich sogar ausgewachsene Tiere noch zur Beute werden können. Zum Beispiel von Fuchs, Marder oder Habicht. Deshalb legen sie auch so viele Eier und die dürfen sie gerne wieder im 4. Stock legen. Und ich hoffe, sie kommen nächstes Jahr wieder. Oder eins ihrer Kinder. Ich habe sie jedenfalls gesagt, sie soll wiederkommen. Dafür hat die 79-Jährige schon jetzt einen ganzen Korb voll Nistmaterial bereitgestellt.